Willkommen zurück zu Flight Pilot Simulator. Ihr seht hier den Jet. Ich habe einiges an Geld gesammelt, 1,2 Millionen. Wir werden heute nicht weitermachen mit den Missionen. Ich will nämlich ein paar Auszeichnungen verdienen. Der zweite Knopf da von links. Wenn ich es öffne, wird die Aufnahme abgebrochen. Ist ein bisschen doof. Kann ich aber nicht ändern. Auf jeden Fall steht da drinne im Freiflugmodus einmal unter einer Brücke durchzufliegen. Ich weiß, wo man das machen kann. Ich habe es bei meinem anderen Account schon gemacht. Speed of Sound. Nee, Sound of Speed, so rum. Einmal Lichtgeschwindigkeit. Was? Nein, nicht Lichtgeschwindigkeit, sondern Schallgeschwindigkeit. So war's. Wir müssen einmal Schallgeschwindigkeit erreichen. Und ich würde sagen, das schaffen wir mit dem Jet auch ganz leicht. Und ich glaube, einmal noch auf dem Wasser landen. 1000 Passagiere befördern und 5 Stunden im Freiflugmodus spielen. Ich habe knapp 2 Stunden jetzt gespielt. Und das sind natürlich keine 5 Stunden. Und ich habe vergessen, WLAN auszumachen, wie in jeder Folge. Es wird zur Routine, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall will ich durch eine Brücke durchfliegen. Und Schallgeschwindigkeit einmal erreichen. Das habe ich auch schon mehrmals gemacht, aber nicht hier. Und natürlich einmal ganz simpel auf dem Wasser landen. Und das machen wir zuerst. Ist eigentlich eine ziemlich gute Methode, Geld zu verdienen. Man kann nämlich nicht so viele Missionen machen, weil man nicht auf Flughäfen landen kann. Und ich habe direkt gefailed. Ja. Ja, also, wenn man zu diesen gelben Flughäfen, Wasserflughäfen fliegt, dann kann man da einfach Geld dafür bekommen, dass man da gelandet ist. Und ich komme hier nicht hoch. Ja. Und ich habe eigentlich schon den Erfolg jetzt gerade bekommen. Aber ich fliege einfach mal weiter und versuche hier rauszukommen. Aber ich komme hier nicht raus. Weil dieses Flugzeug einfach viel zu langsam ist. Ich habe gerade eben eine Weile mit dem Jet geflogen, also ich bin geflogen. Und da hat man natürlich einiges mehr an Kraft als hier mit diesem Wasserflugzeug. Aber okay. Kann ich nicht ändern. Und ich muss jetzt hier versuchen, durch die Berge zu fliegen, statt drüber. Versuchen wir es mal. Und der Flughafen ist schon ganz nah. Und hinter uns habt ihr schon gesehen, da ist ein gelber Pfeil. Man kriegt einfach nur Geld, wenn man da landet. Mehr nicht. Mehr braucht man nicht machen. Allerdings sammle ich viel lieber die Ballons hier. Weil die halt ein Ballon 12.000 einbringt, was schon ziemlich viel ist. Und direkt unter mir ist der Flughafen. Im Wasser. Deshalb fliege ich hier einmal geradeaus und mache eine riskante Drehung, die mit dem Jet normalerweise auch super klappt. So, und runter mit mir. Geschafft. Ja, ich werde hier erstmal keine Mission annehmen. Ich glaube, ich fliege wieder zurück. Zu dem gelben Flughafen, wo ich einfach nur Geld dafür bekomme, dafür, dass ich lande. Und ich würde sagen, fahren wir so lange, bis wir 150 haben und dann hoch. Wir müssen nämlich hier über den Berg rüber. Und es hat nicht gereicht, es hat nicht gereicht, es hat nicht gereicht, runter, runter. Ah, verdammt. Ja.
Das hat natürlich nicht gereicht. Und man kann hier dooferweise auch nicht landen, weil das Ding keine Räder hat. Warum auch immer. Soweit ich weiß, haben Wasserflugzeuge auch Räder, die sie dann ausfahren können. Und ich mag dieses Flugzeug nicht. Man kann damit gut Geld verdienen, aber man kommt nirgendwo hin. Man kommt einfach nirgendwo hin. Es ist mega langsam. Es ist grottenschlecht. Es hat wenig Power und es muss auf dem Wasser landen, was häufig zwischen riesigen Bergen ist. Also, ich persönlich mag das Flugzeug nicht. Vielleicht sollte ich mal so ein Video machen von Flugzeugen, die mir gefallen. Das hier wäre auf jeden Fall auf der Liste, die ich nicht mag. Aber... wenn ihr das mal sehen wollt, dann lasst mal ein Like da und schreibt das in die Kommentare. So, da ist der Flughafen, wo wir eben schon waren. In der Zwischenzeit zweimal abgestürzt sind, aber okay. Und ich weiß nicht, wie ich anfliegen muss. So rum. Man sieht halt den Flughafen nicht mal von hier. Ah, nein, ich bin genau falsch rum angeflogen. So. Und da seht ihr dieses Cash-Dollar-Symbol. Wir bekommen einfach nur Geld, wenn wir hier landen und nicht in die Luft gehen und im Bereich bleiben. Wie viel haben wir gerade bekommen? 143.000 dafür, dass wir hier gelandet sind. Ihr seht, Leute, es lohnt sich eigentlich schon ziemlich. Aber ich nehme lieber die Jet-Ballon-Methode. Und ich kann das Flugzeug nicht steuern. Ich bin nicht hochgekommen. Ah. Okay. Tschüss, Flughafen. Auf Wiedersehen. Landen wir mal da. Ich würde sagen, dann reicht das hiermit auch schon. Aber wir bekommen schon ziemlich viel Geld, muss ich mal sagen. Dafür, dass wir da einfach nur gelandet sind und zwischendurch zweimal abgestürzt sind. Schon einiges. Da sind doch Räder dran an den Schwimmern. Seht ihr das? Warte mal kurz. So, da, das sind Räder dran. Warum kann man die nicht ausfahren? Warum kann man nicht einfach auf ganz gewöhnlichen Flughäfen landen? Hier sind überall Ballons. Och Mann, hätte ich den Jet, dann hätte ich die jetzt alle platt gemacht. Aber ich habe dieses mega langsame Flugzeug, mit dem man jedes Mal abstürzen muss, um ab irgendeinem Wasserflughafen zu landen. Brems. Wow. 47.000. Mit dieser Enttäuschung gehen wir erstmal raus. Und wechseln das Flugzeug. Ich glaube, erst erreichen wir die Schallmauer. Und danach versuchen wir unter einer Brücke durchzufliegen. Ich weiß genau, wo wir das machen können. Hoffentlich spawnen wir am richtigen Ort. Ich weiß nicht genau, ob wir richtig sind. Sind wir richtig? Nein, wir sind auf der anderen Seite der Map gespawnt. Da, wo ich nicht spawnen wollte. Aber hier ist ein ziemlich guter Ort, um Ballons zu jagen. Also, naja, genau gesagt, da? Nein. Nein, nein, da. Da hinten. Wo jetzt mein Flugzeug hin zeigt. Da ist ein guter Ort, um Ballons zu jagen. Aber da gehe ich erstmal nicht hin, sondern ich muss dahin. Und wir müssen zurück zum Missionsbereich. Tralali, tralala. So, da beim Flughafen, auf den ich jetzt zeige, links daneben, sind Brücken, wo wir auch gleich durchfliegen werden. Aber erstmal möchte ich den Geschwindigkeitsrekord brechen. Also, hoch mit mir.
Nicht zu steil, sonst fängt das Flugzeug an zu wackeln. Wir warten bis 20 und runter. Wir dürfen auch nicht zu steil runter, sonst wackelt das Flugzeug wieder. 5, 4, ah, geschafft, okay. Und ja, Schallgeschwindigkeit, fast gegen einen Berg geflogen. Hui. So, jetzt fliegen wir zurück. Werden mal ein bisschen langsamer. Da lang. Da lang müssen wir. Okay, machen wir doch noch ein bisschen schneller. Und jetzt werden wir langsamer. Viel langsamer, um genau zu sein. Dann zwischen den Bergen müssen irgendwo die Brücken sein. Ich weiß, dass sie hier waren. Da. Genau hier. Hier ist eine Brücke. Genau hier. So, Achtung, fertig, und, hurra, oh, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, aber wir haben es geschafft. Wir sind zwar gecrashed, aber wir haben es geschafft. Ich versuche es nochmal ohne Crash. Und danach ist die Folge auch schon vorbei, denn es sind schon 10 Minuten, und 10 Minuten ist eine gute Zeit. So, langsamer, viel langsamer. Ich bin viel zu schnell. Ich glaube, ich kann so unter der Brücke durchfliegen. Nein, Spaß. Da sind zwei Brücken. Das habt ihr, glaube ich, gesehen, oder? Fahrwerk. Oh, wir haben es auch ohne Fahrwerk geschafft. Puh. Was passiert eigentlich, wenn man mit Schallgeschwindigkeit das Fahrwerk öffnet und landet? Was passiert da? Ach nö, ich kann nicht richtig steuern. Komm schon. Da lang. Ja, ja, dreh dich, komm. Dreh dich, Flugzeug. Ah, ist doof. Ich kann halt nicht richtig steuern. Okay, das ist keine Schallgeschwindigkeit. Egal. Oha. Bin ich mit der Nase aufgekommen? Ich weiß es nicht. So, und runter. Komm. Komm. Es war keine Schallgeschwindigkeit und ich glaube, ich bin mit der Nase aufgekommen. So, Schallgeschwindigkeit. Landen. Hui. Stark. Und mit dieser 2-Kilometer-Landung beenden wir das Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.